Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und da geht es wieder um Fidget Toys. Und bevor jetzt einige denken, Becky, hast du dir schon wieder welche geholt? Nein, keine Sorge, ich habe mir nur richtig verrückte und lustige Fidget Toy Apps geholt. Kostenlose. Auf mein Handy. Ich habe sie aber noch nicht ausprobiert, denn das werden wir heute zusammen machen. Ich komme auf die Idee, weil ich das auf TikTok gesehen habe. Und ich dachte mir, hallo, das passt irgendwie total, weil super viele von euch haben in die Kommentare geschrieben, die hätten so gerne Fidget Toys, aber die Eltern erlauben das einem entweder nicht zu kaufen oder es geht halt auf Dauer total ins Geld. Deswegen, vielleicht habe ich hier eure Rettung heute. Und Leute, Challenge an euch mit mir diesmal. 30.000 Leute, die zwar Fidgets lieben, aber trotzdem irgendwie dauernd am Handy sind und das ist ihr eigentliches Fidget-Toy. Jeder klebt am Handy. Bestimmt du jetzt gerade auch. Und ich will sagen, let's go. Okay, Leute, fangen wir jetzt mal mit dem ersten an. Und zwar nennt die sich Satisfying 3D Games 11-in-1. Und zwar hat die 4,2 Sterne, Leute, von 5. Hallo, das ist richtig gut. Also ich erwarte ein richtig gutes Fidget-Toy-Spiel. Und Leute, schaut euch allein schon das Bild an. Also wenn das nicht nach Becky schreit, dann weiß ich auch nicht. Ihr wisst, ich liebe Poppets. Und ich muss das einfach mal ausprobieren. Dieser Tintenfisch kommt euch irgendwie bekannt vor, oder? Ich habe ihn ausprobiert. Ja, auf jeden Fall sind da so viele Poppets dabei. Dimple, Slime. Zähne? Und unten steht, genießen Sie diese größte Sammlung von seltsam befriedigenden Spielen, einschließlich Nummer 1, befriedigende Reinigung für ASMR-Trigger, Nägelfertig und Zahnarztbling, Bürstenbüschel. Die einzige Bewertung, die hier bei mir sichtbar ist und angezeigt wird, ist geil. Also, wenn das nicht super gut klingt, dann weiß ich auch nicht. Ich muss es jetzt ausprobieren, Leute. Kann man das auswählen? Oha! Okay, machen wir als erstes mal Poppets und auf jeden Fall nicht Waxing. Oh, wow, Werbung. Leute, wir haben hier die Poppets! Oh mein Gott! Okay, was? Kann ich die jetzt schon so ploppen lassen oder was? Oh nee, ich konnte das auswählen. Oh, will ich den Krebs? Ich weiß nicht. Aber egal, ich mache jetzt. Also so hört sich kein Poppet an. Was ist das? Machen wir mal diesen geilen Tintenfisch. Und da finde ich das wieder gut, dass es so unten bleibt und man das sieht. Das hört sich nicht so an wie ein Poppet. Ich bin enttäuscht. Also wir probieren jetzt was anderes. Das geht so nicht. Das ist eine Beleidigung für das Poppet. Nehmen wir mal diesen Oktopus, den man umdrehen kann. Du kannst deine Stimmung, glaube ich, aussehen. Oh, ich mag diesen lilanen hier. Also ich weiß nicht, ob das der Sinn dahinter ist, dass sich dieser Tintenfisch tatsächlich wie ein schleimiger Tintenfisch anhört, aber das macht mir ein bisschen Angst. Und der ist traurig. Oh. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber irgendwie macht das ein bisschen mehr Spaß als dieses Poppet, muss ich sagen. Aber ich bin auch ein bisschen verstört. Hilfe? Das war übrigens das Ding, worauf ich immer noch warte. Auf meinen Dimple mit diesen zwei Plop-Dingern. Und jetzt schauen wir mal, wie es sich anhört. Oh, ernsthaft, Digga. Ernsthaft, yes! Ich bin enttäuscht. Ist zwar ein Plop-Geräusch, aber ich weiß, ich mag es irgendwie nicht so. Aber hier gibt es auch noch Kinetic Sand Scooping. Probieren wir das mal aus. Vielleicht ist das nicht schlecht. Und das mit dem Slime will ich auch noch unbedingt ausprobieren. Was muss ich jetzt machen? Okay, das ist schon mal gut. Ey, das ist nice. Das vibrierte sogar. Mein Handy vibrierte, Leute. Warum ist das besser als die Fidget Toys? Was ist das? Okay, probieren wir jetzt mal den Slime aus. Hä, ich hab Ton an. Hä, warum macht das gar keinen Sound? Das sieht auch ein bisschen verpixelt aus, um ehrlich zu sein. Ich glaube, da habe ich Besseres gesehen. Also Leute, die App ist ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also ich habe sie mir irgendwie besser vorgestellt. Aber das ist halt meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr die findet, aber lasst es mich mal gerne in die Kommentaren wissen. Okay, vielleicht ist ja die nächste App besser. Probieren wir mal Fidget Toy Set Sensory Play aus. Das habe ich nämlich gefunden. Und ich habe das Bild gesehen und ich dachte mir, okay, das habe ich ja auch. Und da ist wieder so viel dabei. Sogar ein Fidget Cube, Leute. Also ich muss es ausprobieren. Ich bin aber jetzt gespannt, wie sich das anhört. Oh mein Gott.
Es hört sich zwar noch nicht eins zu eins an wie so ein richtiges Fidget-Toy, aber es hört sich besser an als das andere, Leute. Ich glaube, ihr seid bestimmt derselben Meinung, oder? Sieht doch irgendwie schön aus, wenn man das so antippt. Das war schon mal nicht so enttäuschend. Probieren wir mal, was ist das denn? Tap, tap? Was macht man mit dem denn? Nur antippen oder was? Oh. Oh. Nee, Leute, damit kann ich nichts anfangen. Wir haben hier diese Strohhalme. Was kann ich machen? Oh. Aber mein Handy vibriert nur. Aber wie lustig sieht das denn? Also ich glaube nicht, dass so ein richtiger Strohhalm oder ja dieses Ding, da wo man das machen kann, dass es so ist. Kennt ihr das eigentliche Geräusch? Aber ich finde, es kann auch Spaß machen, aber es ist nicht das eigentliche Fidget-Toy. Also das kann es nicht ersetzen. Leute, ich habe hier den Fidget-Cube und der macht Geräusche. Okay, das macht jetzt keine Geräusche. Das wohl. Okay, ich habe keine Ahnung, woher das eine Geräusch kam, aber ich habe Angst bekommen. Was ist mit dieser App los? Oha! Also es hört sich zwar nicht genauso an, wie solche Dimpel halt anhört, aber ich finde es nicht schlecht. Das sieht doch irgendwie schön aus. Das glänzt so schön. Okay, es gibt eins meiner liebsten Fidget-Toys und ich bin so gespannt, wie es ist. Also eigentlich sieht es ganz gut aus auf den ersten Blick. Ein bisschen creepy durch den Hintergrund, um ehrlich zu sein. Aber es könnte gut sein. Oh, wie süß. Seht ihr das kleine Face? Hat irgendwie so ein Echo, so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob ich nicht abends ein bisschen Angst hätte, um ehrlich zu sein. Aber es ist ganz gut. Ja, was ist das denn für ein Squishy? Eine Uhr? Nee, ich will den Teddy. Bernhard! Sieht aber ein bisschen gruselig aus. Oh mein Gott, der sieht ein bisschen ramponiert aus und ich weiß nicht, ob ich mir so einen Squishy kaufen würde. Der ist nicht unbedingt cute. Aber egal, wir tippen ihn jetzt mal an. Nee, ich finde das überhaupt nicht befriedigend, beruhigend oder irgendwie sowas. Das ist gruselig, guck mal. Und das ist irgendwie immer dasselbe Geräusch. Aber ich muss ehrlich sagen, die App finde ich deutlich besser als die allererste. Kommen wir schon zur nächsten App, die mir angezeigt wurde, die ich auch direkt noch runterladen musste. Und zwar nennt die sich Befriedigende Stressabbau-Spiele. Auf jeden Fall habe ich den Crewmate von Among Us direkt darauf entdeckt. Deswegen musste ich es auch runterladen und schaut euch mal die Bilder an. Befriedige deine Augen und dein frustriertes, wütendes Gehirn, das zu Hause die ganze Zeit krank und müde war, mit dieser seltsam befriedigenden, überraschenden Reihe von Spielen mit einfacher und spannender Grafik. Warum hört sich das so weird an? Ich hoffe, ich habe jetzt die ultimative App für euch gefunden, okay? Ich hoffe es. Also jedes Mal, wenn man da drauf drückt, dann vibriert das so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, was ich von diesem Sound halten soll, Leute. Das ist so ein Klicken, kein Ploppen. Aber ich finde es so cool, dass es ein Crewmate ist. Aber ja, es hört sich irgendwie ein bisschen hart an. Nee, ich kann mich damit nicht anfreunden, Leute. Egal, wie sehr ich es auch hier probiere und immer wieder mache, aber ich mag dieses Geräusch nicht. Digga, was war das denn? Das ist doch kein Dümpelgeräusch, Alter, als ob ein Windzug durch dein Zimmer... Nein, einfach nur nein. Was ist das für ein Fidget-Toy-Geräusch? Plopp, aber noch nicht sowas. Unser erster Gast Johannes ist gekommen. Was möchtest du für ein Bubble Tea haben? Kannst du reden? Nope. Nee? Hast du ein Loch in der Hose? Warum stapelt das die Tapioca-Perlen? Was ist das für ein Bubble Tea? Kommt da jetzt Cream Cheese Topping drauf oder Sahne? Seit wann ist Sahne da drauf? Leute, ich glaube, ich habe genügend ausprobiert. Können die jetzt Fidget Toys ersetzen oder nicht? Ich glaube eher nicht so. Also mein Pop-It kann es nicht ersetzen. Aber es war ganz lustig. Ich finde es auch cool, dass da so ein Among Us Crewmate dabei war.
Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr am coolsten fandet und habt ihr sowas selber mal ausprobiert. Lasst es mich wissen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hab euch so, so doll lieb. Bye!